Über die Prozedur, über die Struktur unterhalten. Es gibt einen Prozess, der sieht Applikationen von 1. bis 18. Oktober vor. Davor bereitet man den Boden auf, diskutiert, was für Optionen es gibt, wer welche Aufgabe übernehmen kann. Und wir haben da heute eine sehr, sehr positive Diskussion gehabt. Das ist alles erst am Anfang. Ich glaube, jetzt geht es darum, die Möglichkeiten zu sortieren und dann schauen wir mal weiter. Aber das Wichtigste für mich ist, dass die SPÖ bei dieser Europawahl Nummer 1 wird. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was wir ansprechen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das auch gelingen kann. Und die zweitwichtigste Perspektive ist, dass wir im Europaparlament zumindest zweitgrößte Fraktion bleiben, was ohnehin schwierig genug ist. Und wenn das gelingt, na, dann ist die Frage, wer dann in der Folge welche Aufgabe übernimmt, die zu beantworten ist. Haben wir keinen Wahlerfolg, dann können wir uns das sowieso alles aufschmieden. Also ich denke, dass wir da ein sehr gutes solidarisches Einverständnis haben, aber Sie werden von mir jetzt keine Bemerkung dazu hören. Vielleicht, es gibt eine Prozedur und die ist zu respektieren und ich glaube, das sollte man sehr ernst nehmen. Das heißt, Sie werfen Ihren Ring, Ihren Hut erst am 1. Oktober offiziell in den Ring? Ich weiß nicht genau, wie Sie sich das vorstellen, aber das ist ja irgendwie nicht eine Checkliste und ein mathematisches Verfahren. Und da sind alle Optionen zu prüfen und dann werden wir in Ruhe weiterschauen. Aber ich sage nochmal, ist die SPÖ bei der Europawahl zur stärksten Partei zu machen, aus der europäischen Perspektive, weil sie eine Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten ist, weil uns das die Möglichkeit gibt, mehr österreichischen Einfluss im Europaparlament auszuüben, das ist mir wichtig, und weil es auch sozusagen die erste wichtige Auseinandersetzung mit der Regierung sein wird, auf Bundesebene. Und deshalb lohnt es sich für uns sehr, dass wir da mit voller Konsequenz reingehen, und das werden wir tun.